Tobi, du bist weg. Das ist grauslich. Hallo zu einem neuen Video. Und zwar geht es mal heute nicht um mich, sondern um diesen kleinen Mann hier, der gerade auf der Suche nach Leckerlis ist. Ich bekomme sehr, sehr viele Fragen zu Tobi und habe mir gedacht, das Einfachste ist, wenn ich einfach mal ein Video dazu drehe und euch einfach mal erzähle, wie das Leben mit Hund so ist, wieso wir uns für einen Jack Russell entschieden haben und was er so braucht bzw. was er gerne hat. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an, damit dieser kleine Mann dann auch entlassen wird. Tobi ist jetzt 8 Monate, wir haben ihn im August bekommen und wir haben ihn von einer Züchterin aus Kärnten. Er ist ein rauher Jack Russell, also es gibt Rauhaar und Kurzhaar und er ist halt die struppige Variante. Er ist auch gerade in der Pubertät, darum fährt da unten manchmal was aus, was man verstecken muss. Ja, wir haben sehr lange überlegt, was für eine Rasse wir uns nehmen und ob wir überhaupt einen Rassehund nehmen oder nicht einen Hund aus dem Tierschutz retten. Ich weiß, das ist ein Thema, da kann man stundenlang diskutieren darüber. Wir haben auch wirklich lange nachgedacht, was wir tun sollen und haben uns aber dann schlussendlich für den Rassehund entschieden, weil uns einfach ein paar Punkte wichtig waren. Ja, wieso haben wir einen Jack Russell? Also jetzt sage ich mittlerweile wir, am Anfang wollte eigentlich nur ich einen Hund, ich muss da unten was verstecken, Tobi. Wir haben uns für einen Jack Russell entschieden, weil mir vor allem wichtig war, dass ich einen Hund habe, mit dem ich auch aktiv sein kann, also mit dem ich dann auch hoffentlich bald laufen gehen kann, gell Tobi? Ja, und der Hauptgrund, wieso wir uns eigentlich für einen kleinen Hund, einen Jack Russell, entschieden haben, war, weil wir ja doch viel reisen und ich möchte ihn halt da mitnehmen können. Und Tobi wiegt 6,5 Kilo mittlerweile und bis 8 Kilo darf der Hund mit in den Flieger, also ins Handgepäck. Er kommt dann in so eine kleine Tasche und sitzt, also die Tasche wird dann vor dem Sitz verstaut und er darf, wie gesagt, so mitfliegen und muss nicht in den Frachtraum, weil das möchte ich eigentlich nicht. Also für mich war einfach klar, wenn ich einen Hund habe, möchte ich ihn, wenn ich verreise, möchte ich ihn nicht abschieben, sondern möchte halt auch die Möglichkeit haben, ihn mitzunehmen, weil er halt doch ein Familienmitglied ist. Ja, und das war so der Hauptgrund, wieso wir uns für diesen Hund entschieden haben. Wir sind dann, wie gesagt, nach Kärnten gefahren und haben ihn dann angeschaut und auch gleich mitgenommen. Und ja, ich muss sagen, das Leben mit Hund ist toll. Sicher ist es manchmal anstrengend und es ist manchmal oder oft denkt man sich in der Früh, oh mein Gott, ich muss jetzt aufstehen und ich muss mit diesem Hund rausgehen. Aber es ist einfach so schön, wenn man aufwacht und der Hund begrüßt einen oder wenn man heimkommt und es ist die schönste Begrüßung überhaupt, wenn der Hund vor der Tür steht und mit dem Schweif wedelt. Also es ist wirklich, das Leben mit Hund ist wirklich schön, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Ich muss aber sagen, für mich war es jetzt keine große Umstellung, weil man passt sich eigentlich automatisch an. Ich nehme ihn sehr viel mit, wenn ich essen gehe oder auch wenn ich ab und zu auf Veranstaltungen, wenn jetzt nicht zu viel los ist, nehme ich ihn auch gerne mit. Ich habe es noch keine Sekunde bereut, dass ich ihn habe und es ist sehr schön, das Leben mit Hund. Gell, Tobi? Auch wenn du manchmal momentan sehr schlimm bist. Er ist eigentlich wirklich ein sehr braver Hund. Ich habe wirklich Glück mit ihm. Also, wie ihr seht, ich besteche ihn gerade nicht. Ich habe hier zwar Leckerlis liegen, aber ist eigentlich nichts, gell? Also er ist wirklich ein super braver Hund. Was gibt es noch zu erzählen? Wir gehen 3 bis 4 Mal am Tag mit ihm Gassi. Entweder wir machen 4 kürzere Runden oder wir machen eine lange Runde, so eine halbe Stunde, Stunde. Was ich voll gerne mache, ist, ich gehe bis zu 3-mal die Woche mit ihm in den Prater, weil dort ist eine Auslaufzone, also dort kann ich ihn auch frei laufen lassen und es ist abseits von der Straße und es ist so ein kleiner Wald und es ist wirklich nett, das gefällt ihm und er liebt Stöckchen, also ich muss ihm die Ohren zuhalten, sonst geht er gleich wieder Stöckchen suchen, er liebt das. Und ja, das machen wir. Ich fange jetzt langsam an, mit ihm laufen zu gehen, also ich steige das langsam so mit 1-2 Kilometer, dann 3-4 Kilometer. Er läuft sehr gerne, es wird nur noch nicht so leicht werden, weil momentan ist es so, dass ich mich an sein Tempo anpasse und das geht einfach nicht, weil er viel zu schnell ist. Und ja, aber das wird auch noch klappen und irgendwann werden wir dann gemeinsam unsere Kilometer bewältigen, gell?
dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal so ein paar Dinge, die ich für ihn gekauft habe, Dinge, die er gerne hat. Und zwar, wo fangen wir an? Also ich fange mal beim Futter an. Ich fütter ihm Naturkost für Hunde, das heißt Lucullus. Und zwar hat das kein Weizen und kein Zucker. Es kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich bestelle das immer online in großen Mengen. Dann geht das eigentlich und so muss ich die Dosen auch nicht einschleppen. Ich habe am Anfang sehr lange überlegt, ob ich selber kochen soll oder Futter kaufe. Ich habe mich dann fürs Dosenfutter entschieden, weil es eigentlich auch gut ist und ich manchmal auch nicht mal dazu komme, für mich zu kochen. Und deshalb, ja. Ich muss sagen, es schmeckt ihm einfach gut. Hier haben wir ein zartes Rehfleisch, das war eben so eine Winteredition. Und das isst er eigentlich sehr gerne. Er isst übrigens zweimal am Tag. Ab und zu gebe ich ihm auch das Fleisch nur, also das Fleischfutter nur am Abend und er bekommt in der Früh mal Reis mit Karotten oder Joghurt und Banane. Also das ist, er liebt Obst. Und da versuchen wir einfach viel Abwechslung reinzubekommen. Ja, dann kommen wir zu den Leckerlis, die wir gleich ausflippen. Und zwar habe ich da einmal die von Platinum. Ja, die liebt er. Und zwar sind das so Sticks aus 76% Frischfleisch. Die sind super, wenn man mit ihm trainieren will, weil man sie, also sie gibt es in kleinen Stücken, die waren leider aus. Und sie gibt es in so Stangen, die kann man halt dann super einfach abbrechen und ihnen dann so einfach geben. Ja, die mag er voll gerne. Die habe ich beim Bunten Hund gekauft. Das ist ein wirklich super Hundegeschäft, das ich euch auch empfehlen kann. Es ist zwar etwas teurer, aber man wird wirklich gut beraten. Also man hat dort nicht das Gefühl, dass die Leute einem dort was andrehen wollen, sondern man wird wirklich gut beraten und ich habe dort auch schon einiges gekauft und kann es nur empfehlen. Welches Geschäft ich euch für Leckerlis noch empfehlen kann, ist der Hundeshop Fleischeslust. Das ist ist es der 15. Bezirk? Ich glaube, es ist schon der 15. Das ist auf der Burggasse für alle Wiener. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Die Besitzerin ist super nett und es gibt eine große Auswahl. Also die haben allgemein sehr viel Futter und so und sehr viele selbstgemachte Sachen. Ich kaufe dort immer die Leckerlis, die mag er auch voll gerne und die haben auch so Hasenohren und getrocknetes Rind und so die Sachen zum Kauen, was er super gerne hat. Und dort gehe ich halt auch sehr gerne einkaufen. Andere Hundekekse, die Tobi sehr gerne mag, bleibt, sind die hier. Ah, das sind selbstgemachte Hundekekse, also jetzt nicht von mir. Die sind vom Dog Drop Shop, die habe ich zugeschickt bekommen, der liebt sie. Ich verlinke euch das unten alles in der Box, damit ihr die wisst, woher ich die habe. Das sind wie gesagt auch ohne Zucker und ohne Weizen. Also mir ist das doch sehr wichtig, was mein Hund zu essen bekommt, weil es einfach Dickmacher sind. So wie beim Menschen ist es auch beim Hund so und deshalb achte ich halt einfach ein bisschen drauf, was er bekommt und ja, greife halt dann eher zu solchen Sachen. Dann, was ich oft oder eigentlich immer in meiner Handtasche habe, ist dieses Teil hier. Das habe ich glaube ich beim Fressnapf gekauft oder so. Dort gehe ich zwar nur selten rein, weil ich den Laden eigentlich nicht so gerne mag, aber für solche Sachen ist es eigentlich ganz gut. Und zwar ist es so ein Wasserbehälter, wo man dem Hund dann was zu trinken geben kann, wenn man länger unterwegs ist. Es ist zwar mittlerweile schon ein bisschen zu klein, aber es reicht noch, gell? Und es wäre sonst auch viel zu groß für die Handtasche. Also das ist echt praktisch. Dann habe ich noch diese Hundebürste. Die ist fürs Rauhaar geeignet. Er lässt sich zwar gefallen, aber er möchte immer spielen mit der Bürste. Und es ist nicht so einfach, ihn zu bürsten. Tobi hat, wie gesagt, ein Rauhaarfell. Und das Rauhaarfell ist so gesehen eigentlich wirklich top. Also es lässt sich schnell reinigen. Er haart eigentlich wenig, also momentan haart er viel, weil er, glaube ich, im Fellwechsel ist. Er muss aber alle paar Monate zum Hundefriseur, wo er getrimmt wird, damit das Fell schön bleibt und er eben auch nicht so viel haart. Da wird mittels einer ganz speziellen Zupfmethode das Unterfell ausgezupft. Bis jetzt hat es ihm immer, also gefallen, bis jetzt war er immer sehr brav beim Friseur. Bürsten sollte ich ihn aber viel, viel mehr. Dann würde er wahrscheinlich nicht immer so einen dreckigen Bart hier unten haben. Dann das Wichtigste natürlich ist dieses Teil hier, sein Geschirr. Er mag es nicht wirklich. Jedes Mal, wenn ich es ihm rausgeben will, läuft er davon.
Ich habe zwar auch ein Halsband, aber das Geschirr verwende ich öfter, weil er halt doch noch ein bisschen zieht und er dann halt nicht gewürgt wird. Ich nehme zwar zwischendurch immer das Halsband, dass er das einfach lernt, dass er nicht so ziehen darf, aber das Geschirr ist halt einfach besser. Und das habe ich, glaube ich, auch. Das ist von Hunter und das habe ich auch beim Bunten Hund gekauft. Was auch sehr süß ist, was ich vom Freisnack habe, was ich sonst nirgends so gesehen habe, ist dieser süße Hundeknochen, wo sein Name draufsteht und auf der Rückseite, das decke ich zu, steht die Telefonnummer drauf, falls er mal wegläuft, was ich nicht hoffe. Und passend zum Geschirr habe ich natürlich auch eine Leine und die ist von Found, die habe ich beim bunten Hund gekauft. Diese Leine sind wirklich super schön und ich habe echt lange überlegt, ob ich sie kaufen soll, weil die kosten einfach ein Schweinegeld, aber sie sind handgemacht und das geht auch, 10% sind für einen guten Zweck, für eben Hunde aus dem Tierschutz. Und jetzt hat Tobi, glaube ich, einen fallen lassen. Puh. Ja, also die ist von Found. Die kosten um die 70, 80 Euro. Und leider löst es sich hier schon ein bisschen auf, weil ich leider nicht so vorsichtig bin. Mir wurde aber beim bunten Hund gesagt, dass man die ganz einfach wo reparieren lassen kann. Ich werde mir aber jetzt noch eine zweite dazu besorgen, damit wir einfach die haben, die ich einfach täglich nehme und noch eine schöne für bestimmte Anlässe. Einfach, dass man halt auch eine schöne Leine hat. Ich meine, sie ist wunderschön in diesem Ombre, aber sie ist halt schon ziemlich schmutzig. Dann zeige ich euch noch das Halsband. Das ist von Ocean and Salt in Grau. Sehr hübsch, findet ihr nicht auch? Passt ihm gut, oder? Wie gesagt, das verwende ich ab und zu, wenn es mal schnell gehen muss. Meistens verwende ich aber das Geschirr. Ein wichtiges Ding, ein sehr lustiges Ding, ich werde euch da auch ein Foto einblenden, sind diese Teile hier. Und zwar sind das Schuhe. Ich habe immer gesagt, ich würde meinem Hund nie Schuhe anziehen. Schaut aus wie Luftballons, aber im Winter in der Stadt ist es für den Hund einfach eine Katastrophe und wirklich ein Horror, weil es wird so viel gestreut, so viel Salz und der Hund kann einfach nicht mehr gehen. Und mit diesen Schuhen ist es einfach viel besser. Ich wollte eigentlich erst richtige Schuhe kaufen, aber die waren mir einfach zu teuer und er ist auch sehr eigenartig damit gegangen und die sind total dünn, er spürt den Boden und er hat sich eigentlich nach einer Minute dran gewöhnt. Die sind halt im Winter wirklich, wirklich super und kosten, glaube ich, 20 Euro und es sind 12 Stück drinnen. Und ein Teil, das war auch das allererste, was ich gekauft habe, das war dieses Stofftier hier, dieses Zebra. Also das ist auch wirklich ein Hundespielzeug, das habe ich auch beim bunten Hund gekauft. Ich das allererste Mal dort, weil es liegt. Ja, aber das interessiert ihm eigentlich nicht so. Und das Lustige ist, dieses Teil war am Anfang fast größer als er und er hat das wirklich von Anfang an durch die Wohnung geschleppt und ich glaube in der ersten Woche hat er diesem Zebra gleich den Kopf abgebissen. Mein Papa war dann so nett und hat es mit seinem Seglergarn angenäht und seitdem hält es, aber das liebt er. Was ich aber mache ist, wir haben sehr viel Spielzeug zu Hause und ich habe eine Kiste, wo alles reinkommt und er bekommt immer ein Teil, weil wenn er alles hat, wird es irgendwann mal langweilig und so freut er sich immer wieder aufs Neue, wenn er das zum Beispiel nach ein, zwei Wochen mal wieder sieht. Und dieses Zebra habe ich schon lange nicht mehr gesehen, gell? Das fällt mir. Dann, was haben wir noch? Ja, was er sehr gerne mag, er kaut sehr gerne. Also wie gesagt, er liebt Stöckchen und wenn ich mit ihm spazieren gehe, nehme ich gar nichts mit, sondern ich suche nur ein Stöckchen und alles ist vergessen. Kein Hund ist interessant, nur das Stöckchen ist wichtig. Also er kaut halt, wie gesagt, gerne und deshalb habe ich diese zwei Teile. Und das ist einerseits, ist das so eine Kauwurzel. Ich habe leider den Namen jetzt vergessen. Aber ich werde euch das unten verlinken. Das ist einfach eine unzerstörbare Kauwurzel. Mein Knochen und bei Holz muss man ja immer aufpassen, damit es nicht absplittert und er sich nicht wehtut. Und dieses Teil kann er einfach nicht kaputt machen. Das war zwar ziemlich teuer, ich glaube, das hat 16, 17 Euro gekostet. Aber wir haben es halt auch wirklich seit am Anfang und es wird nicht kaputt. Und das zweite Teil ist das hier. Das habe ich zu Weihnachten bekommen vom Hotel Bristol, glaube ich. Und zwar ist das ein halbes Hirschgeweih und die haben sogar ganz nett Tobi eingraviert. Ich habe übrigens auch gesehen beim bunten Hund in Wien, falls das wen interessiert, gibt es auch momentan solche.
Und ja, das liebt er auch total. Vor allem hat es am Anfang ganz arg gerochen und da war er ganz verrückt dran und hat es nicht mehr aus der Hand gelassen. Jetzt will er, glaube ich, gerade mit dem Kauknochen abhauen. Ja, verschwindet. Hoppala. Ja, wie gesagt, jetzt versteckt er sich damit, damit ich es ihm nicht wegnehme. Und das mag er, wie gesagt, auch sehr gerne. Also das ist so ein Hirschgeweih und so viel ich weiß, ist das aber eines, was eben abgesäbelt wurde, was wieder nachwächst. Also es musste kein Tier dafür sterben. Ja, dann habe ich mir gedacht, zeige ich euch unsere Hundebox auch gleich, wenn wir schon dabei sind. Und ja, das ist die Hundebox. Die gibt es in unterschiedlichen Größen für alle Hunde. Und die wurde mir eben am Anfang empfohlen. Wir hatten Glück und haben sie über Willhaben bekommen. Die kann man auf allen Seiten aufmachen und sie hat seitlich auch ein Gitter. Und wie gesagt, wurde uns die empfohlen, damit sich der Hund zu Hause, also damit der Hund zu Hause in der Wohnung einen Rückzugsort hat. Und am Anfang hat er es genutzt, um Dinge zu verstecken, die er gestohlen hat, wie Socken oder Unterwäsche oder weiß ich nicht was. Und mittlerweile liegt er aber auch drinnen, wenn wir zum Beispiel die Wohnung verlassen, zieht er sich dahin zurück und schläft, bis wir wieder zu Hause sind. Für was die Box auch noch super ist, ist fürs Autofahren, weil der Hund so einfach wirklich gesichert ist. Und das Gute ist, man kann sie auch mitnehmen, also man kann sie hier ganz einfach zusammenklappen und auch fixieren und tragen, also die ist echt super, die Box. Es gibt da natürlich alle möglichen Modelle. Jetzt bin ich super dreckig, eh klar, und voller Hundehaare. Die gibt es natürlich von unterschiedlichen Marken. Wir haben uns für die entschieden, weil sie halt einfach die schönste war und dadurch, dass die halt einfach in der Wohnung steht, wollten wir halt einfach eine schöne haben. Das ist unsere Hundetasche. Wie gesagt, mit der fliegt er auch. Da hat er genügend Platz. Also er kann zwar, glaube ich, jetzt nicht mehr drin stehen, aber er kann sich ausstrecken und umdrehen und alles. Auf allen Seiten sind so Gitter zum Durchschauen. Man kann sie auf allen Seiten aufmachen. Sie ist jetzt nicht die schönste Tasche, aber sie ist einfach praktisch zum Tragen. Und sie hat die richtige Größe für den Flieger, weil da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und ja, die habe ich auch online gestellt. Das verlinke ich euch, wie gesagt, auch unten. Zum Schluss habe ich noch eine Sache, die ich euch wirklich empfehlen kann. Und zwar sind das diese, ich glaube, das ist so ein Naturkautschuk, diese Dinger von Kong. Als erstes habe ich dieses Teil gekauft, weil man da super gut Leckerlis reinfüllen kann und der Hund muss sich dann halt damit spielen und die Dinger rausholen. Und jetzt vor kurzem habe ich diesen Ball entdeckt und es ist so, Tobi liebt Bälle, aber es hält kein Ball länger als 2 Sekunden. Also er macht alles kaputt und egal was für ein Ball das ist, er ist innerhalb von wirklich wenigen Sekunden kaputt. Und da ist der halt wirklich, wirklich super. Der hat zwar, glaube ich, auch 15 Euro gekostet, aber er hält halt wirklich auch. Und er liebt ihn, jagt ihn durch die ganze Wohnung. Und wie gesagt, man kann auch hier Leckerlis reinfüllen. Was mir auch empfohlen wurde, dass man Joghurt reinfüllt, weil das mögen Hunde ja auch sehr gerne, und das Ganze einfriert und dann sind die Hunde auch relativ lang damit beschäftigt, das rauszuschlecken. Also wenn man zum Beispiel am Anfang trainiert, dass er halt lernt, alleine zu bleiben, ist das eigentlich ganz gut. Oder wenn man ihn zum Beispiel mitnimmt ins Büro und eben sich auch ein bisschen konzentrieren muss, dann gibt man dem Hund einfach so ein Kong-Spielzeug mit gefrorenem Joghurt und der Hund ist happy und man hat selber ein bisschen Zeit zum Arbeiten. Ja, das war's. Mehr gibt es momentan nicht zu Tobi zu erzählen, glaube ich. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich ihn auf Mauritius vermissen werde, aber es gibt dazu dann sicher einen Blogpost, wie es mir so ergangen ist und wie die Verabschiedung war. Ich glaube, ich brauche viele Taschentücher. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ihr sonst noch Fragen habt zu Tobi oder sonst irgendwelchen Dingen, was das Thema Hund betrifft, lasst es mich wissen. Ich beantworte eure Fragen sehr gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss. Tobi, sagst du auch tschüss? Was tue ich mit den Spazierhaus? Okay. Boah, ist schlecht.